30 Grad bei Arnsfellner Berg hier mit meinem Fahrrad und einem Eistee in der Rucksack. Und ich werde jetzt auch ab und zu mal ein paar Vlogs machen, weil mich einfach zur Zeit ein paar Sachen stören. Und zwar fangen wir auch schon mal mit dem ersten Problem an. Und zwar war ja schon lange geplant, dass wir, ich will jetzt keine Namen nennen, zum Heidepark fahren wollen. Nur weil halt der Geld ein bisschen knapp, sag ich mal. Und man hat dann seine Freundin halt gefragt, naja, könntest du vielleicht mal aushelfen, 50 oder 100 Euro. Zuerst war er damit nicht einverstanden. Dann musste ich erst mit dem Fahrrad hinfahren bei 30 Grad und dann war er einverstanden und ich wurde abgeholt mit dem Auto und bin dann zurück mit dem Fahrrad gefahren. Dann hat er zugestimmt. Ich meine, warum klappt das nicht gleich als erstes? Warum muss ich erst da hindackeln und dann kriegen wir erste Kohle? Ich meine, er hat mir so noch 40 Euro geschuldet und jetzt zickt er rum, wann kriegt er die 100 Euro? Ich meine, ich habe mir die 100 Euro nicht geliehen, sag ich mal. Das war ein anderer Kollege und er fragt mich, ob ich ihm jetzt die 100 Euro wiedergebe. Ich meine, wie doof ist der nicht? Das ist genauso, wenn ich meinen Stiefvater frage, gib mir mal 100 Euro und er fragt dann meine Mutter, wann kriegt er die Kohle wieder? Ich meine, wie bekloppt ist der nicht? Und wenn man sagt, er kriegt die Kohle wieder, dann kriegt er das auch wieder. Da braucht er mich nicht 20.000 Mal auf dem Telefon anrufen. Das wird auch in Zukunft einfach mal unterlassen und diese Nachrichtenschreiberei und die Mailbox, das wird einfach mal in Zukunft unterlassen, weil der geht mir zurzeit einfach auf den Sack, der nervt. Und wenn sich jetzt irgendwann nicht ändert, irgendwann, und wenn die Leute nicht aus ihrer Bucht rauskommen bei so einem Wetter, ist mir das ab sofort scheiße, ja, dann sollen sie sich ein Hobby suchen, ist mir auch scheiße, ja, aber sollen mir die Leute einfach auf den Sack gehen, Alter. Weißt du, ich meine, hätte sich da voll überlegen müssen, ob er uns die 100 Euro gibt oder nicht. Erst gibt er uns und sagt dann zu mir, ja, ich komme bis dahin hin. Dann haben wir die Kohle gekriegt und dann hat er zu mir wieder gesagt, ich komme nicht hin. Ich meine, was ist denn das Spatzenhirn da oben los? Ich meine, wozu hat man Freunde? Wenn man die nicht hilft, dann braucht auch keine Freunde. Und wie oft habe ich den Arsch aus der Scheiße geholfen? Ich meine, hallo? Nach anderthalb Jahren, ja, kommt er jetzt so, ich will mich kenntlich zeigen. Nach anderthalb Jahren, müsst ihr euch mal überlegen, ey, nach 18 Monaten kommt er angedackelt und will sich bekenntlich machen, ey. Wisst ihr, ich scheiß auf sowas, ey. Ja. Und ich werde hier auch richtige Hardcore-Vlogs machen, ich werde hier auch keine Wörter aus dem Mund nehmen, weil das gibt mir auf den Sack. Ich meine, dann scheiß ich auf die 8 Jahre. Ich meine, sollen die Leute einfach mal alle die Wahrheit sagen und ich meine, dann kommt man auch wunderbar klar, aber ich kann es sein, jedes Mal, wenn wir irgendwo hinfahren, Alter, zieht ich nur die Portemonnaie oder zieht nur die Karte, ich meine, wir sind drei Personen. Na, ist doch chillig hier, oder? Weit und breit. Nee, wie gesagt, meine, wir sind drei Personen, jeder hat selber Kohle und ab sofort wird auch jeder selber seinen Scheiß bezahlen, ich meine. Wenn man ständig fragt, kannst du mich mitbezahlen, umso mehr Schulden macht man und die Schulden muss man dann. Ja, sehr krank. Oh, irgendwann mal zurückfahren, halt mal. Nicht immer nur die Hand hochhalten und irgendwann nicht mehr zurück. Und ich meine, sowas wird in Zukunft auch einfach nicht mehr gehen. Ja. Ich habe immer 18 Uhr, da hat mir geholfen. Jetzt ist Schluss, jetzt ist Feierabend, ey, weil. Und ständig, wenn wir unterwegs waren, ey, ihr habt nur Stress. Hast du irgendwann keinen Bock mehr, ey, ihr habt nur Stress. Darf ich vorne sitzen, ich kann nicht hinten sitzen, ey, nächstes Mal kann er S-Bahn fahren oder ist der Geier, was oder laufen ist, mir scheißegal, ey. In Zukunft ist mir scheißegal in Zukunft. Ja, und. Er will ja bloß in deine View sein, er will ja nur so cool sein wie du. Ich meine, jetzt bestimmt er schon, welche Videos und mit welchen Leuten ich das mache und welche Leute in meine Views reinkommen. Ich meine, jetzt bestimmt er das schon, ja? Er hat ja eine Hacke oder was? Ich meine, ich kann ihm ja mal die Hacke mal im Schädel donnern. Ich meine, ey, was ist los? Ich meine, ich bestimme, wer in meine Views reinkommt, nicht er. Und ja, und wenn er ein bisschen Saft in der Birne hätte, ja, ein bisschen Ahnung, könnte ich ihn ja mit einbinden, aber. Ich brauche keine Vollpfosten, so wie er. Ich meine, ich brauche keinen Döner, der durch meine Views rennt. Ich meine, so ein Schwabbel-Scheiß brauche ich nicht. Ich meine, wir sind hier nicht bei, ja,
Deine Mutter so fett, Alter, sobald die auf die Tanne geht, Alter, singt sie. Ich meine, ey, was ist da los? Ich meine, ey, hallo? Ich meine, muss halt einfach mal klarkommen, ja. Und ich bestimme, wer meine Grüße drin kommt, nicht er. Und wenn er scharf auf YouTube ist, wenn er sich einen Account machen, dann soll er sich die Scheiße auch selber machen. Er weiß da, wie viel Arbeit und Scheiße in so eine Scheiße drinsteckt. Ja, was ich mache, und wenn ihm die Videos nicht gefallen oder die anderen Leute ihm die Videos nicht gefallen, die ich mache, ja, dann guckt die nicht, ja, und wenn Leute meine Videos gefallen, sollen sie gucken, und dann ist alles frei. Aber hier nicht sagen, Alter, er will halt bloß in deine Videos so sein wie du. Ich meine, das Behinderste, was ich gehört habe in meinem Leben. Ich meine, was soll ich jetzt noch sagen? Ich meine, einfach nur noch belastend, sag ich mal, ja, guck dir nicht an, ja, und, ja, vorzeitig dazu mal sagen, ist einfach nur noch krank im Kopf. Wenn man Leute beobachten tut, schon mit einem Fernglas aus dem Fenster, ah, da steht er ja, und wenn man schon unten vor der Haustür schon ihn abgefangen wird, ich meine, das ist doch schon krank, ey. Ja, er ist wie so ein Vater, ey, wie so ein Bruder. Man nervt, Alter, er beobachtet uns von vorne bis hinten, und gut, ich denke auch nicht mal ein, dass er uns da beobachtet, auf jeden Fall den anderen Kollegen, und ich denke in Zukunft auch nicht mal ein. Man soll einfach klarkommen mit seinem Leben, so wie es jetzt ist, und dann soll er uns nicht nerven, und ja, das war dann für mich, also auf jeden Fall für mich. Ja, für die nächsten Informationen, guckt auf jeden Fall den nächsten Vlog an, der dann vielleicht noch die Woche erscheint. Dann würde ich sagen, reingehauen, bis zum nächsten Mal. Ah!